Was müsste geschehen, dass Sie in der Mitte dieses Gesprächs aufstehen und das Interview vorzeitig abbrechen? Absolut respektloses Verhalten, das tue ich mir nicht mehr an. Es gab eine Situation bei Maischberger, wo Sie von der Gesprächssituation so provoziert waren vielleicht, dass Sie an einem Punkt gesagt haben, machen Sie Ihr Interview doch alleine. Und dann waren Sie kurz davor, die Interviewsituation zu verlassen oder die Talkshow zu verlassen. Sie wurden dann noch beschwichtigt von der Moderatorin. Aber wie kam das, dass Sie sich damals so geärgert haben? Hi, ich bin Linus. Ich war bei Grenzgänger Studios bis jetzt nur hinter den Kulissen aktiv, aber heute werde ich die erste Folge meines neuen Formats Freizeichen aufnehmen. Für dieses Format habe ich glücklicherweise einen Sponsor gefunden und das ist AG1. Um deren Produkte authentisch bewerben zu können, wurde mir ein Probierpaket zugeschickt und das nehme ich seit gut einem Monat jetzt jeden Morgen nach dem Aufstehen. Der zubereitete Shake schmeckt und riecht angenehm und ist auch ziemlich einfach zubereitet. Man nimmt morgens dann diese Dose aus dem Kühlschrank, am besten kaltes Wasser dazu und dann füllt man das hier, ein Scoop, der kommt damit in die AG1-Flasche. Dann füllt man das in die Flasche und je nach Geschmack etwas mehr oder etwas weniger Wasser in die Flasche füllen und dann schmeckt das eben etwas milder oder etwas intensiver. Nach wenig Schütteln hat man dann eben so ein Getränk. Da AG1 aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht, kann der Geschmack von Monat zu Monat variieren. Das liegt daran, dass die Zutaten, die verwendet werden, saisonal abhängig sind. AG1 soll deinen Energiestoffwechsel in den Mitochondrien unterstützen. Diese Mitochondrien sind sozusagen die Kraftwerke der Zelle und die wandeln Nährstoffe in Energie um. Damit diese Mitochondrien gut funktionieren, benötigen wir Mikronährstoffe. Und diese Mikronährstoffe befinden sich auch in AG1. Im letzten Monat hatte ich Energie für Uni, dieses Projekt, aber auch das Fitnessstudio. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch etwas mit AG1 zu tun hat. Ich finde, AG1 ergänzt meinen Alltag sehr gut. Und ich kann jedem nur empfehlen, der sich das leisten möchte, AG1 im Probeabo zu testen. Das Abo ist flexibel und ihr bekommt einen Jahresvorrat an AG1 und den Vitaminen K2 und D3. Mit diesem Probierpaket erhaltet ihr diese Aufbewahrungsdose, 5 AG1 Travel Packs, das könnt ihr dann zum Beispiel auch in den Urlaub mitnehmen, diesen Shaker, das ist das, was ihr dann mit diesem Code zu eurer Bestellung dazu bekommt. Das zubereitete Getränk schmeckt und riecht angenehm und ist tatsächlich etwas, auf das ich mich jeden Morgen freue. Ich erinnere mich noch so dumpf und dunkel daran. Klar, das ist ja doch so eine einschneidende Geschichte, weil man steht ja nicht unbedingt in der Sendung auf und sagt, ich gehe jetzt nach Hause. Das Stichwort ist ja eben schon gefallen, Respekt. Was ich erwarte, wenn man in einer Sendung eingeladen ist, dann hat es ja eigentlich einen bestimmten Grund. Geht man ja mal davon aus, dass das, was man antworten möchte, dann auch in toto irgendwie die Chance hat, überhaupt geantwortet zu werden. Das war nicht der Fall. Und wenn Sie ständig innerhalb eines Gedanken unterbrochen werden, und zwar von allen Seiten, ohne dass die Moderatorin einschreitet, das ist nämlich auch die Aufgabe von einem Moderator, dann habe ich gedacht, das hat überhaupt keinen Sinn. Also hier jetzt meine Nerven zu verschleißen, da kann ich ja auch gehen. Ich meine, ob ich da, ne? So war das. Ich bin dann sitzen geblieben, war wohl auch gut so. Aber das sind so Dinge, aus denen lernt man natürlich auch. Die russischen Interessen jetzt in der Ukraine, das war die Frage. Sie reden vor allem zu lange, das haben Sie noch nicht begriffen. Wir haben vereinbart, dass wir sachlich diskutieren. Sachlich diskutieren und nicht persönlich. Es geht überhaupt nicht um Legenden. Wir haben gesagt, wir wollen die Fragen nacheinander stellen. Nein, es geht darum. Falschbehauptungen haben Sie aufgetischt. Wir können machen eine kurze Pause. Entweder wir reden. Nein. Nee, wissen Sie was? Nee, Frau Grundschweiß, wir machen. Was glauben Sie eigentlich, was Sie hier machen können? Ich widerspreche Ihnen, Frau Grundschweiß. Ja, wenn Sie das widersprechen würden, wenn ich zu Ende geredet hätte, dann könnten wir ja darüber reden. So, können Sie vielleicht mal Ihren Intellekt insofern aktivieren, dass aktiv. Sie die Historie bemühen und sich einfach mal chronologisch Sie haben doch nicht die Wahrheit gebracht. Lieber Herr Schulz, liebe Frau Grundschmeiß, wenn Sie jetzt... Wissen Sie was? Machen Sie Ihre Sendung alleine. Nein, Frau Grundschmeiß, bitte bleiben Sie bitte sitzen. Geben ich denke Sie mir eine, nicht daran. Geben Sie Wissen mir Sie, eine? Warum? Wenn Sie das senden, ist okay. Wenn Sie das senden, wir senden jetzt, ist das okay. Alles. Wir senden also, immer alles, was wir haben. Ich versuche als Journalist und als Staatsbürger dieses Landes
die Blickwinkel, so wie man das als Journalist auch tut, die Blickwinkel aus den unterschiedlichsten Richtungen zu beleuchten. Und das Interesse Russlands und das Interesse der USA und das Interesse von Europa darzulegen für Menschen, die nicht so viel Zeit haben wie wir, uns damit zu beschäftigen. Deswegen. Und wenn Sie mich jetzt hier dann mehr oder weniger beschimpfen, dass ich alles falsch sage und die Wahrheit nicht gepachtet habe, dann verstehen Sie, das ist nicht meine Aufgabe. So. Ich kann mir übrigens nicht vorstellen, dass das ist, was Menschen sehen wollen, wenn sie sich thematisch interessieren. Nee, das habe ich mir nämlich gerade auch gedacht, dass es auch nicht informativ ist, wenn dann da so ein Durcheinander herrscht und Leute durcheinander, man sich nicht ausreden lässt zum Beispiel. Ich glaube, dass manche eine falsche Vorstellung davon haben, so nach dem Motto, Zoff bringt Einschaltquote, bringt es ja auch, so ist es ja nicht. Ja? Das bringt es auch. Aber es gibt, und ich glaube, die Anzahl von Menschen wird bei manchen etwas unterschätzt. Es gibt genug Leute, die sich solche Sendungen angucken, um sozusagen auf dem Silbertablett die Argumente, die in der Diskussion sind, mal serviert zu bekommen und dann darüber nachzudenken, welchem folgen sie und welchem folgen sie nicht. Aber dazu muss man erstens mal alle, die man einlädt, auch hören und nicht ständig unterbrechen und dafür sorgen, dass respektvoll miteinander gestritten wird. Das ist der Punkt. Es geht ja auch darum, Mehrwert zu schaffen, also Informationen rauszubringen. Und, denke ich auch. Es ging damals in dieser Diskussion um Politik, um Geopolitik. Wie wichtig ist denn historischer Kontext, wenn man sich über geopolitische Konflikte unterhalten möchte? Unendlich wichtig. Unendlich wichtig. Das sage ich nicht nur, weil ich Geschichte studiert habe, aber jeder, glaube ich, kann gut begreifen, dass man Vergangenes zumindest ansatzweise kennen muss, um Gegenwärtiges zu verstehen. Alles hat ja eine Vorgeschichte. Realität ist ja nicht eine Momentaufnahme. Realität ist immer ein Prozess. Und wichtig dabei ist, herauszufinden, schwer genug manchmal, wer in einer Angelegenheit agiert, wer reagiert. Das ist natürlich dann die Frage, bis wohin gehen sie zurück? Ja, also das ist natürlich hin und wieder auch schwierig zu entscheiden. Aber wer reagiert, wer agiert, ist nicht unwichtig, darüber sich Gedanken zu machen, Ursache und Wirkung nicht zu verwechseln und Dinge eben im Zusammenhang darzustellen. Und da ist auch der Perspektivwechsel wieder wichtig. Es gibt ja also der Begriff die Wahrheit. Was ist schon die Wahrheit? Das meiste ist eine Frage der Wahrnehmung. Also ist es wichtig, Befindlichkeiten auch zur Kenntnis zu nehmen. Unsere Befindlichkeiten, unser Erfahrungshorizont, unser im Sinne von politischer Westen, ist ein anderer als der der Menschen, die in der Sowjetunion sozialisiert wurden. Mhm. Und das muss man, denke ich, zumindest ansprechen, dann kann man, glaube ich, auch mehr begreifen. Also Sie würden sagen, es gibt nicht die Wahrheit oder die richtige Antwort, sondern vielleicht eher Kompromisse. Kompromisse ist nochmal wieder was anderes. Also die Wahrheit bin ich sehr, sehr vorsichtig. Und zwar je länger ich in dem Beruf arbeite, umso mehr. Ich glaube, das stammt leider nicht von mir. Ich weiß aber auch nicht mehr, wer es gesagt hat. Man kann sich der Wahrheit nur annähern, wenn man akzeptiert, sie nie ganz zu besitzen. Und das hat so einen ganzen Rattenschwanz, dann zieht das nach sich. Ja? Es gibt nicht nur schwarz oder weiß, es gibt jede Menge Grautöne, es gibt nicht nur gut oder böse. Es gibt viel mehr sowohl als auch. Also das reale Leben ist vielfältiger und besteht tatsächlich viel mehr aus sowohl als aus entweder oder. Sie haben einige Bücher geschrieben und positionieren sich politisch häufig als Kontrastimme zum medialen Konsens? Ja, sagen wir so, ich habe eine bestimmte Auffassung von Journalismus. Ich finde, dass Journalismus dazu da ist, die Menschen, die von uns was lesen, hören oder sehen, so breit wie möglich zu informieren. Und ich habe so zwei Stichworte, die für mich im Laufe meines beruflichen Lebens wichtig geworden sind. Das eine ist Panoramablick, also wirklich von rechts nach links und oben nach unten, also die gesamte Bandbreite, die man überhaupt mitkriegen kann. Und der zweite Begriff ist Perspektivwechsel. Ich muss ja, wenn ich von etwas berichte oder über Menschen berichte, über Länder berichte, dann muss ich ja zumindest mal verstehen und begreifen, was da abgeht, wie die Gesellschaft tickt. Und dann kann ich versuchen, quasi als Übersetzer, meinen Leuten das verständlich zu machen. Das ist meine Auffassung von Journalismus. Und ich finde, wir sind nicht dafür da, Journalisten, weil wir sind keine besseren oder schlechteren Menschen, sondern ganz normale Menschen. Wir sind nicht dafür da,
unsere Zuschauer, Zuhörer oder Leser auf den sogenannten richtigen Weg zu führen. Ich schwinge mich nicht moralisch zu irgendwas auf, sondern ich versuche herauszufinden, Dinge möglichst im Zusammenhang darzustellen. Mhm. Und also nicht mich zu positionieren und zu sagen, das ist aber richtig und das ist aber falsch. Also ein breites Informationsspektrum wiedergeben. Ich versuche es, ja. Das ist unsere Aufgabe. Das heißt dann auch, dass man vielleicht Dinge sagt, die im medialen Konsens so nicht unbedingt stattfinden. Und vielleicht wäre es dann präziser zu sagen, dass sie als Kontrastimme eingeladen wurden. Das ist sicher richtig, ja, genau. So nach dem Motto, wenn man ein bisschen Zoff braucht, dann kann man die Krone Schmalz da hinsetzen, dann gibt es den schon. Manche würden vielleicht argumentieren, dass die Krisen, denen wir heute begegnen, nur zu bewältigen sind, wenn man nicht auf jede Kritik oder jede Perspektive eingeht. Vielleicht erfordern diese Zeiten ja einfach eine harte Demokratie. Was denken Sie darüber? Da müsste ich erstmal verstehen, was eine harte Demokratie ist. Also, dass dann einer sagt, wo es lang geht und das Volk ist zu blöd, um es nachzuvollziehen, ist wirklich geht das schwierig. Ne? Das ist aber genau der Punkt. Es gibt ja verschiedene Ausprägungen von demokratischen Systemen. Mal mehr direkte Demokratie, mal weniger, ne, eine repräsentative Demokratie, wie auch immer. Und da glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass jede Gesellschaft vor ihrem historischen Hintergrund für sich entscheidet, was die am besten hinkriegt. Aber dann muss man auch entscheiden. Und was ich in unserer Gesellschaft wirklich elementar für wichtig erachte, dass die Menschen, die in unserer Demokratie leben, sich dessen insofern bewusst sind, dass es heißt, das ist unbequem. Ja? Da muss man was für tun. Man kann sich dann nicht zurückziehen und sagen, ach, macht mal laufen lassen. Das funktioniert nicht. Also das ist für meine Begriffe eine der größten Gefahren für Demokratie, wenn Menschen nicht mitmachen. Da sind wir direkt bei meiner nächsten Frage. Wie ist denn der Stand der Debattenkultur in Deutschland heutzutage? Debattenkultur scheint mir sehr, sehr vernachlässigt. Also Debatten, ich habe sogar Probleme, das als Kultur zu bezeichnen. Wir können uns im Wesentlichen, nach meiner Erfahrung, nicht respektvoll streiten. Ich bin sehr für Streit, weil ich glaube, dass das ein wesentlicher Bestandteil von Demokratie ist, wenn eben viele entscheiden können, dass man alles auf den Tisch packt und dann darüber sachorientiert streitet, was ist die beste Lösung? Nur so geht es ja. Aber das findet immer weniger statt, nach meinem Eindruck, sondern es wird sofort diffamiert, es wird sofort ausgegrenzt, es wird sofort mit irgendwelchen Etiketten belegt. Sie brauchen ja nur jemand sagen, er ist rechtsextrem oder keine Ahnung. Es gibt ja genug Etiketten, die man einem aufkleben kann und dann sind sie nicht mehr diskutabel. Und das ist auch der schleichende Tod jeder Demokratie. Sie haben ja am Anfang schon erwähnt und jetzt auch nochmal, dass es viel auch um Respekt geht. Ja. Und so heißt auch Ihr Buch, Respekt geht anders, Betrachtungen über unser zerstrittenes Land. Und da legen Sie diese Situation detailliert dar. Was bei Debattenkultur wichtig ist, eine Voraussetzung ist oder eine Gegebenheit ist, wenn man sich streitet, ist ja, dass man den anderen überzeugen will. Ne? Klar. Aber was viele übersehen, man muss gleichzeitig dann auch die Bereitschaft haben, sich selber überzeugen zu lassen. Mhm. Und diese Einstellung, die fehlt vielfach. Das ist der eine Punkt, der mir stark auffällt. Und der zweite ist, ich warne davor, ich sage mal, sachorientiert, gut, kann man auch als Worthülse nutzen, aber ich meine das so, sachorientiert, im Gegensatz zu ideologisierend und im Gegensatz zu moralisierend. Das führt auch zu nichts. Man muss sich mit der Sache beschäftigen, was ist die beste Lösung für die meisten Beteiligten und darüber eben nicht mit irgendwelchen Gut-Böse- oder Schwarz-Weiß-Stempeln hantieren. Das führt in der Regel zu nichts. Sondern was mit Rationalität. Hat was mit Rationalität zu tun, ganz genau. Genauso wie Moral niemals politische Analyse ersetzen kann. Das mag sich jetzt brutal anhören, aber das ist so.
um da Missverständnisse gleich vorzubeugen, ich plädiere auf keinen Fall für eine Politik ohne Moral, ganz im Gegenteil. Aber um es konkret zu machen, moralische Außenpolitik zum Beispiel, zeichnet sich für mich dadurch aus, dass man Dinge bis zu Ende denkt und dass man das konkrete Wohlergehen von Menschen im Blick hat und nicht das mustergültige Befolgen irgendwelcher ideologischer Prinzipien. Da können wir vielleicht später noch mal tiefer reingehen. Wie geht denn respektvolles Diskutieren und wo haben Sie das persönlich gelernt? Oder ist das etwas, was Sie einfach mitbringen? Ja, ich meine, vielleicht ist das einfach Erziehung oder... Ja. Das wollte ich genau sagen. Ich hatte das Glück, ein wunderbares Elternhaus zu haben. Ein Elternhaus, also Eltern, die uns Kinder respektiert haben, die sich sehr früh dafür interessiert haben, was wir denken, die uns unsere Eigenständigkeit auch nicht genommen haben, die uns stabilisiert haben. Ich weiß noch genau, mein Vater hat gesagt, wenn du von etwas fest überzeugt bist, weil du auch wirklich gut recherchiert hast, ja, er hat jetzt nicht den Begriff recherchiert genannt, aber darauf lief es hinaus, wenn du dir sicher bist und dich gut informiert hast und von etwas überzeugt bist, dann lass dich nicht von jedem Hauch umpusten. Und wenn trotzdem alle sagen, ja, aber die anderen alle, das ist kein Kriterium, sondern versuche das dann auch zu halten. Mhm. Und diese Stabilität, man kann das vielleicht auch Rückgrat nennen, sowas muss man im Elternhaus mitkriegen, wenn man das praktizieren will. Und ich hatte das Glück, dass das so war. Ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt war. Wenn Sie andere jetzt praktische Geschichten, man muss den Nerv haben, Menschen, die eine andere Auffassung haben als man selber, mal bis zum Ende des Gedankens zuzuhören. Dann kann man ja immer noch reingrätschen. Mhm. Ein Gedanke ist auch nicht immer nur ein Satz. Das zum Beispiel. Zum kann auch Beispiel, mal länger dauern. Zum Beispiel. Und man sollte auch immer im Kopf haben, dass dieses auf Augenhöhe, hört sich auch so klischeehaft an, aber das ist ganz entscheidend, auf Augenhöhe und nicht so von oben herab, so eine gewisse Arroganz, weil ich, keine Ahnung, aus dem Westen komme oder eine bessere Ausbildung habe oder, ja, das führt auch zu nichts. Wenn man dann das Pech hat, in einem nicht so gut zivilisierten Elternhaus oder in einem Elternhaus, wo die Eltern nicht so viel Zeit haben, sich um die Erziehung der Kinder zu kümmern. Wenn man da nicht so ein Glück hat, dann gibt es immer noch die Schulen und die Universitäten. Mhm. Die haben, denke ich, auch eine Verantwortung. Ja, was einige ja machen und was ich mir viel mehr wünschen würde, dass es in den Schulen und auch in den Universitäten, dass es da auch so Debattenkurse gibt. Ja? Mhm. In manchen gibt es das ja. Und und wenn man dann beispielsweise eine Aufgabe bekommt, mir fällt jetzt auf Anhieb kein Thema ein, aber Klimawandel, keine Ahnung, Atomenergie, wie auch immer, und dass dann die eine Gruppe eine These formulieren muss beziehungsweise dafür argumentieren muss, die sie unter Umständen gar nicht selbst vertritt, und eine andere Gruppe eine andere These, also die Antithese, wenn sie das trainieren, ich glaube, dass das eine gute Voraussetzung dafür ist, auch ein guter Demokrat zu sein. Und das sind ja letztendlich die mündigen Bürger, die wir auch das in diesem genau Land idealerweise erziehen möchten. Das ist genau der Punkt. Mündiger Bürger, auch wieder so ein Begriff, wo man sagt, aber mündiger Bürger, das ist, wie soll man sagen, das ist systemrelevant für Demokratie. Es ist absolut systemrelevant. Ohne einen mündigen Bürger funktioniert unser System nicht. Und wenn man es dann mal mit Inhalt füllen sollte, ein mündiger Bürger, der muss erst mal wissen, damit er entscheiden kann. Wenn er nichts weiß, entscheidet er falsch. Oder zumindest ist das Risiko groß, falsch zu entscheiden. Er muss die Konsequenzen seiner Entscheidungen überblicken, nicht unwichtig, und er muss dafür die Verantwortung tragen. Das ist ein ganz schönes Kreuz, was man da schultert. Aber das sollte einem bewusst sein, weil ohne diese Dinge funktioniert ein demokratisches System nicht. Das ist natürlich auch in der Verantwortung eines jeden Einzelnen, aber auch zu einem größeren Teil, denke ich mal, in der Verantwortung des Staates oder auch der Universitäten. Ja, ein Staat muss für die Freiheiten sorgen, die im Grundgesetz stehen. Ja? Wenn es heißt Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und all sowas,
dann ist es schon sinnvoll und wichtig und eigentlich unabdingbar, dass der Staat die sogenannten Rahmenbedingungen dafür schafft, damit das auch wirklich funktioniert. Hm. Gefühlt geht es heute in politischen Gesprächen fast nur noch darum, wonach sich ein gewisses Argument anhört und nicht darum, was es wirklich aussagt. Da denkt man dann schnell in eine gewisse Richtung, jemand sagt etwas und dann wird das direkt mit Dingen in Verbindung gebracht, die man vielleicht in den Medien gelesen oder gehört hat und dann wird sich empört. Mhm, welche Rolle spielt das Empören heutzutage? Ja, Empörungskultur ist ja auch so ein Begriff, also Empörungsrituale, geht ja schon kaum noch anders. Da fällt mir ein, dass ich in einem meiner früheren Bücher mal einen Vorschlag gemacht habe, da ging es um deutsche Politik, zugegeben nicht ganz ernst gemeint, aber vielleicht auch nicht ganz ohne. Es ist ja oft so, dass man erst mal guckt, wer etwas sagt und dann erst zuhört, was der sagt. Und das ist ja hin und wieder fatal, weil man ja meint, man weiß schon, ne, aus welcher Ecke der kommt und dann weiß man schon, ob man da zuhören muss oder nicht. Und da hatte ich dann mal geschrieben, es wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht, auch jetzt im Bundestag, wenn dann irgendwelche Vorschläge anonym in irgendeinen Kasten geschmissen werden und dann wird dieser Vorschlag rausgeholt, keiner weiß, von wem der ist, und dann wird darüber sachorientiert diskutiert und hinterher kann man sagen, okay, der kam aus der SPD oder der CDU oder der FDP oder woher auch immer. Weil die Erfahrung werden Sie sicher auch machen, je nachdem, wer den Mund aufmacht, das kommt schon durch einen gewissen Filter durch. Mhm. Und das ist hin und wieder fatal, weil wenn wir den derzeitigen Zustand unserer Gesellschaft betrachten, und gerade sind ja jetzt auch Wahlen gelaufen und die AfD hat so viel Zulauf und. Wenn in der sogenannten Mitte der Gesellschaft Dinge nicht mehr diskutiert werden, die Menschen beschäftigen, die ja einfach da sind, dann besteht das Risiko, dass es in irgendwelche Extreme abgeleitet wird oder dass man eben sich nur noch in Extremen orientiert und auch das ist nicht gut. Also man muss sich trauen, in der Mitte der Gesellschaft über Dinge zu diskutieren, die heikel sind. Wenn man das nicht macht, dann bemächtigen sich die falschen Leute der richtigen Themen. Witziger Vorschlag auf jeden Fall. Zum interessant zu denken. So. Nee, es ist gut, denke ich, eben sich nur das Argument anzuschauen. Natürlich ist es manchmal auch wichtig zu schauen, wo kommt etwas her, wo kommt eine Information her, weil das natürlich das Denken auch unterstützt. Und der Otto Normalbürger hat ja auch nicht unbedingt die Zeit dafür, sich immer mit allem in der Tiefe auseinanderzusetzen. Und da ist es gut, wenn man das vielleicht schon mal so ein bisschen. Absolut. Und das ist dann die Rolle, das ist dann die Rolle der Presse. Wir müssen das machen. Wir müssen Dinge sortieren. Wir müssen so eine Art Pfadfinder sein. Aber dann nicht nach unseren Befindlichkeiten oder nach unseren Vorlieben, sondern was es halt so gibt, nach Möglichkeit ziemlich breit. Und weil Sie gesagt haben, es ist auch wichtig, wo etwas herkommt. Klar, das ist aber wieder eine andere Ebene. Es ist immer wichtig, die Frage zu stellen, welche Interessen sind damit verbunden, wenn etwas woher kommt, jetzt eine Nachricht oder eine Info, irgendwas, eine Entwicklung, wer hat Interesse daran? Das ist auch etwas, was man um Himmels Willen nicht unterschätzen sollte. Sie hatten eben den Bundestag erwähnt. Ich war für 3 Monate da, ich habe ein Praktikum gemacht und da konnte ich mir die parlamentarischen Sitzungen anhören und die Beiträge der unterschiedlichen Redner verfolgen. Und dann gab es viele Debatten und es wird sich natürlich viel gezankt, bis hin zu Beleidigungen, Zwischenrufe und so weiter und so fort. Aber dann konnte ich auch eine Debatte verfolgen und da ging es um die aktive Sterbehilfe. Und da war der Fraktionszwang aufgehoben. Und es war sehr interessant, die Energie in diesem Raum, in dem großen Plenarsaal zu spüren, wie so ein bisschen diese Schotten runtergegangen sind und die Leute mehr auf Augenhöhe miteinander geredet haben. Und da war es dann mehr oder weniger egal, wer von welchem Lager gesprochen hat. Und das war irgendwie eine schöne Atmosphäre. Das wollte ich noch kurz reinwerfen. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber das spricht ja dafür, dass sobald ein Mensch bei der eigenen Verantwortung gepackt ist
und nicht an einen Fraktionszwang gebunden zum Beispiel, wo man sowieso weiß, in die Richtung geht das dann, dann wird da auch was draus, weil sich jeder dann verantwortlich fühlt für das, was er Mühe sagt. Gibt und was er, mehr. Ja, genau. Also eben, diese, das ist übrigens auch ein Punkt, die Verantwortlichkeiten nicht abzuschaffen, sondern es gibt so einen, es gibt einen alten Film, ist jetzt egal, muss ich auch nicht erzählen, aber da gibt es so einen Patriarchen, so einen Firmenpatriarchen, der gesagt hat, weil er auf irgendeine Frage, wer ist dafür zuständig, hieß es, wir sind dafür verantwortlich. Und dann hat er gesagt, wir, das gefällt mir nicht, weil wenn wir verantwortlich, wenn es heißt, wir sind verantwortlich, ist letztlich keiner verantwortlich. Und genau so ist es. Und wenn man die Struktur unserer Gesellschaft nochmal betrachtet, dann lässt sich feststellen, dass in vielen Strukturen die eigene Verantwortlichkeit abgeschafft ist. Es gibt ein Gremium und dann noch ein Gremium und dann wieder ein Beirat. Und also, Sie verstehen, was ich meine. Ja? Ja, das geht bis ins Kleinste. Und auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, bloß nichts falsch zu machen, sich nicht irgendwo zwischenzusetzen, für irgendwas dann zur Rechenschaft gezogen zu werden, das kann man auch trainieren, das kann man auch lernen und das kann man schon im Elternhaus beigebracht bekommen. Und ich denke, dass das auch ziemlich wichtig ist, dass das so ist. Ich habe neulich jemanden getroffen, wie soll man sagen, große Firma, hohe Ebene, und der sagte, neulich hat sich bei uns ein Gremium von 5 Leuten darüber nicht verständigen können, welche Tischdecken für irgendwelchen, so, ja, habe ich, glaube ich, auch geschrieben. Habe ich gelesen. Ne? Ja, grauenvoll. Also ich meine, sowas, da hält man für einen Witz, aber es ist eben kein Witz. Sie kamen eben schon auf die Rolle der Presse zu sprechen. Da möchte ich jetzt weiter hin navigieren. Wie beurteilen Sie die Rolle der Medien? Und ich sage jetzt die Medien, wir können da später auch nochmal genau auf diesen Begriff eingehen. Wie beurteilen Sie die Rolle der Medien, auch im Hinblick auf diese Kultur des Empörens? Ich fange mal so an. Ich bin immer noch relativ viel unterwegs und ich merke, dass also im Kontakt mit Menschen, und zwar nicht nur bei meinen Veranstaltungen, einfach auch so auf der Straße, wenn Leute mich ansprechen und so, ich merke, dass die Unzufriedenheit mit Medien sehr, sehr groß ist, dass die Glaubwürdigkeit von Medien stark gelitten hat, auch die Glaubwürdigkeit von Politik. Und auch das ist etwas, ich komme immer wieder darauf zurück, was einem demokratischen System extrem schadet. Wenn man mal versucht, darüber nachzudenken, was zeichnet denn Pressefreiheit aus? Also zum einen, dass man was sagen kann, ohne dass man dafür in den Knast wandert. Ne? So. Dass man was wäre schön, wenn man auch was sagen könnte, ohne dass es die Karriere ruiniert. So. Zur Pressefreiheit gehört aber auch eine Pressevielfalt. Und wenn man jetzt mal sieht, was sich auf dem Zeitungsmarkt tut, die Pressekonzentration, es nützt ja nichts, wenn Zeitungen unterschiedliche Namen haben, aber trotzdem ein Konzern dahinter steht. Also, was ich damit sagen will, es gibt verschiedene Säulen, auf denen sowas wie Pressefreiheit und Meinungsfreiheit ruht. Und eine Gesellschaft sollte schon darauf achten, dass alle Säulen ihre Stabilität behalten. Ja, Sie sprachen gerade ein großes Wort gelassen aus. Medien, wo aber dann im Hintergrund mehr oder weniger ein oder einige wenige Konzerne dahinter stehen. Mhm. Ist das die Situation, die wir in unserer Medienlandschaft heute so wahrnehmen können? Fakt ist, dass es ein großes Problem ist für viele Medienhäuser, dass die Finanzierung ein großes Problem ist. Ein kleines, aber ein Beispiel. Werbung ist ja, seit es eben im Internet Möglichkeiten gibt, ist ja komplett weggebrochen oder stark weggebrochen. Ja. Es hat sich einfach, der Markt hat sich verändert. Wenn ich dran denke, wie viele Kollegen früher für unterschiedliche Bereiche zuständig waren, das gibt es heute so nicht mehr. Heute gibt es Pools oder Desks oder sowas, wo sie einen an einem Tag für, keine Ahnung, für das wirtschaftspolitische Thema zuständig sind und am nächsten Tag für die Premiere im Theater. Mhm. Also die Arbeitsbedingungen haben sich sehr, sehr verändert. Das macht einen Unterschied. Was sicher auch einen Unterschied macht, und jetzt gehe ich mal von Zeitungen weg, sondern gehe mal zu meinem Medium, also ja. Fernsehen. Die technischen Gegebenheiten haben sich stark verändert. Wenn Sie sich überlegen,
zu meiner Zeit, ich kenne das ja noch, wo noch mit Film gearbeitet wurde. Das heißt, die mussten den auch noch entwickeln. Sie hatten also viel Zeit, bis das Ding mal so war, dass sie es bearbeiten konnten. Heute können sie ja theoretisch und auch praktisch zu jeder Zeit von jedem Punkt senden, sofort auf Sendung gehen und haben keinen Puffer mehr dazwischen. Das ist ein völlig anderes Arbeiten. Sie haben das Austarieren von Gründlichkeit und Schnelligkeit ist heutzutage viel schwieriger geworden, als es zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, war. Das muss man sich klar machen. Und ich glaube, da sollte man auch also proaktiv was dafür tun, dass man sich nicht von diesem Schnelligkeitsdrang so drangsalieren lässt. Ja, so nach dem Motto, oh Gott, wenn wir nicht schnell damit rausgehen, dann ist das Nachbarhaus oder der Nachbarsender. Und das können wir uns dann nicht leisten. Also es sind so viele Dinge, die dafür sorgen, dass Medienarbeit, Pressearbeit, journalistisches Arbeiten abhängiger vielleicht. Abhängiger, in eine Schieflage geraten, was Zuschauer merken, was Mediennutzer merken und was sie unzufrieden macht. Und natürlich dann auch anfällig für ganz einfache Lösungen. Das ist dann das Problem dabei. Ja, also Sie sagen, der Markt hat sich verändert und auch das, was wir am Anfang schon ein bisschen besprochen hatten, dass eben Zoff sich gut verkauft, dass hitzige Debatten, die wenig Inhalt bieten, dass sowas eben vielleicht jetzt auch eine natürliche Entwicklung ist, eben durch diese Veränderung des Marktes. Sie schreiben in Ihrem Buch auch über, in dem Buch Respekt geht anders, auch über die großen Fragen und über Einigkeit. Was sind denn zum Beispiel die großen Fragen, auf die wir uns als Gesellschaft relativ einfach einigen können? Ich weiß jetzt nicht genau, worauf Sie raus wollen, aber dass man auskömmlich leben möchte, ne? dass der Familie gut geht, solche Dinge, oder was meinten Sie? Es geht mir auch um die Fragen Krieg oder Frieden. Ach ja, das sind nun haftig große Fragen, ja. Warum haben wir Deutschen nun wieder Lust auf Krieg, träumen von einem Sieg der Ukrainer und scheren uns nicht um Atombomben auf der Gegenseite? Das ist jetzt natürlich auch sehr, sehr heftig formuliert. Also ich kann das nicht mit Zahlen belegen. Mein Eindruck ist, wenn ich unterwegs bin, dass die Mehrheit, schon gar die schweigende Mehrheit der Menschen, auf keinen Fall Krieg will. Und wenn sie mit entsprechenden Politikern reden, dann werden die auch sagen, sie wollen keinen Krieg. Ich glaube, es gibt niemand, der sich vor die Kamera stellt und sagt, ich will Krieg. Das, also gehe ich mal von aus. Also, nicht so direkt, aber Handlungen. Nur, das wollte ich gerade sagen. Das zu sagen und das Handeln, das sind ja nochmal zwei verschiedene Dinge. Und darüber zu streiten und eben auch durchaus respektvoll zu streiten, weil es so existenziell wichtig ist, darüber zu streiten, wie man sich am besten politisch verhält, damit man eben nicht in einen Krieg reingezogen wird, damit man Kriege, die bestehen, nach Möglichkeit zu Ende bringt. Das halte ich tatsächlich für existenziell, dass man darüber mit allem, was einem dazu in den Kopf kommt an guten Ideen, dass das möglich ist, darüber zu streiten. Naja, aber zumindest sehen wir wenig. Also ich meine, als ich in der Zeit, wo ich in Berlin war, hat man schon am Brandenburger Tor dann die Demonstrationen regelmäßig gesehen. Aber das ist alles so klein-klein und es gibt keine große Bewegung gegen Krieg. Und deshalb kommt es einem so vor, dass sich wirklich fast niemand mehr offen und aktiv dagegen ausspricht. Ehrlich gesagt, das wundert mich auch. Es hat ja so Ende der 80er oder Mitte der 80er hat es ja also die Friedensbewegung, das war ja ein Pfund, mit dem man wuchern konnte. Und ich weiß noch, dass Michail Gorbatschow auch gesagt hat, dass das ein wesentlicher Antrieb war für die Politik damaliger Zeit, um sich um Abrüstung zu kümmern. Und da ist ja richtig was passiert, was Abrüstung betrifft. Ne? Wenn man sich das heute überlegt, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, dass ja ganze Waffenkategorien abgeschafft wurden. Ne? Heute ist das ganz, ganz, ganz weit weg. Also damals gab es eine sehr, sehr starke Friedensbewegung. Heute gibt es ja die Bewegung Fridays for Future und das Engagement von Jugendlichen fürs Klima, gegen den Klimawandel. Und was mich wundert,
dass die noch nicht in breiter Front das Thema Krieg und Frieden entdeckt haben. Soziales Klima. Ja, also, ne, denn wenn, das kann man flapsig formulieren, wenn das mit dem Frieden nicht hinhaut, dann ist das Klima auch schon egal, weil das Potenzial, was wir angehäuft haben weltweit, das reicht ja nun x-mal, um die Welt zu vernichten. Das haben, glaube ich, viele verdrängt. Vielleicht den Gedanken noch. Ich habe den Eindruck, dass das Bewusstsein für die Zerbrechlichkeit von Frieden und dieses nonchalante Umgehen mit Eskalierpotenzial und Eskaliersprache, dass das auch damit zu tun hat, dass die Kriegsgeneration langsam ausstirbt. Ja. Und dass das, was Krieg wirklich an Leid und Zerstörung und Elend und furchtbaren Sachen bedeutet, dass dazu die Fantasie bei manchen nicht ausreicht. Ja? Die meinen, dann ist es das, keine Ahnung, eine aseptische Joystick-Operation oder so. Dass Wahlversprechen nicht eingehalten werden, das ist ja nicht unbedingt was Neues. Aber trotzdem frage ich mich, wie kann das sein, dass diese klaren Brüche, jetzt zum Beispiel speziell von grünen Wahlversprechen, dass das niemanden interessiert, dass diese Versprechen gebrochen werden. Welche meinen Sie jetzt von den Grünen? Wenn wir jetzt zum Beispiel über Waffenlieferungen reden, sind das dann einfach die Situationen, die sich ändern und dann, was juckt mich mein Geschwätz von gestern? Das ist ja eine lange Entwicklung. Also die Grünen waren ja klar angetreten mal als Friedenspartei und gegen Waffen und sowas alles. Mir hat neulich jemand am Rande einer Veranstaltung gesagt, als ich neulich grün gewählt habe, hat mir niemand gesagt, dass ich olivgrün wähle. So, die Partei hat sich ja reichlich verändert, was das betrifft. Nicht erst seit dem Ukraine-Krieg. Das hat ja schon angefangen im Jugoslawien-Krieg, ist ja auch schon ziemlich lange her. Also von daher weiß ich jetzt nicht, ob sich das mit irgendwelchen Wahlversprechen beißt. Aber ich sehe es insofern mal anders. Der Bundeskanzler und die Minister leisten ja zu Beginn, also zu Amtsantritt, leisten ja einen Eid. Und dieser Eid heißt, dass sie Schaden vom deutschen Volk abwenden sollen. Das ist das eine. Wir haben ein Friedensgebot in der Verfassung. Das ist das andere. Also von daher scheint es mir eine Selbstverständlichkeit zu sein, dass sich die politischen Entscheidungsträger dafür einsetzen, dass es erstens keinen Krieg gibt und wenn es einen gibt, dass man da möglichst schnell wieder rauskommt. Und meine Überzeugung, und ich glaube, ich habe da auch gute Argumente für und bin auch nicht alleine damit, ist die, dass Politik, das Kerngeschäft von Politik, besteht im Reden, in Diplomatie, im Verhandeln, im Vermitteln. Waffenlieferungen sind nach meiner Einschätzung eine Kapitulation. Es gab diesen Wahlspruch, keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Mhm. Genau, ja. Das wird alles so zurechtgebogen, damit es passt. Wir kamen jetzt von diesem Punkt, dass irgendwie gar keine große Kritik geübt wird oder dass es so hingenommen wird auf eine gewisse Weise. Wie wird denn gesellschaftlicher Konsens hergestellt und geht das nur mit medialem Konsens? Wie meinen Sie gesellschaftlicher Konsens? Wenn es um solche Fragen geht, dass dann dass die Kritik da nicht überkocht. Also sagen wir so, ich denke, es ist wichtig, dass es Foren gibt, in denen diskutiert wird. Und das kann man wunderbar in Zeitungen machen, das kann man wunderbar in Fernseh- oder Radiosendungen machen. Aber eben Foren, in denen offen und angstfrei debattiert wird, ohne dass man gleich ein Etikett angeheftet bekommt. Ja, egal, von rechtsextrem, linksextrem, antisemitisch, da gibt es ja tausend Sachen. Das ist für mich die einzige Möglichkeit. Und je früher man damit anfängt, Menschen damit zu trainieren, also eben auch Schule, ja, wenn es im Elternhaus nicht passiert, Schule, Uni, aber gerade in den Universitäten habe ich so den Eindruck, findet das noch weniger statt, weil manche Dinge ja auch an Diskussionen verhindert werden. Also, ich hatte letztens eine Situation in der Uni, wo ich
Ein Tutorial nennt sich das. Und dann kommen wir dann in kleinen Studentengruppen zusammen und reden über bestimmte Themen. Und es ging in dem Gespräch dann um Transhumanismus. Und dann bin ich da in eine bestimmte Richtung gegangen. Und ich glaube nicht, dass die Leiterin, die Professorin das genauso gemeint hat, aber sie meinte dann zu mir, this is not a place for meaningful discussions. Und das ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben. Nee, ich finde es hochgradig problematisch, wenn ausgerechnet an Universitäten die Auseinandersetzung dadurch verhindert wird, dass man bestimmte Redner erst gar nicht zu Wort kommen lässt, zum Beispiel. Oder wenn Studenten sich bestimmte Experten wünschen, die dann von der Hochschulleitung nicht akzeptiert werden, zum Beispiel. Also da gibt es ja tausend Sachen, über die man auch diskutieren könnte und sie nach Möglichkeit aushebeln. Sie haben eben gesagt, dass es Foren gibt, eben um sich auszutauschen, um zu diskutieren. Aber was ist das denn vielleicht konkret? Wo kann man denn heutzutage noch in den Medien? Oder habe ich das falsch? Nee, ich hatte ganz zu Beginn haben wir darüber geredet, dass ich war nämlich mal in einer Jury, da ging es um Debattenkultur. Und da gab es halt eben an bestimmten Schulen und auch Universitäten extra Kurse, die sowas gemacht haben. Und dann waren dann die Sieger der einzelnen Kurse, waren dann auf der Bundesebene so. Also das meinte ich. Kann man die Medien überhaupt sagen? Nee, natürlich nicht. Klar, die Medien. Das ist sowieso mit Verallgemeinung. Die Journalisten, die Politiker, das ist alles schwierig. Aber man muss ja irgendwo ansetzen. Es kommt mir in Deutschland schon so vor, wenn ich mir die Medienlandschaft, die öffentlich-rechtliche Medienlandschaft, aber auch so, was da noch so gibt, anschaue, dass es nicht wirklich gravierende Unterschiede in der Berichterstattung gibt. Das ist so der Eindruck, den ich jetzt mittlerweile gewonnen habe. Und dann gibt es noch die alternativen oder neuen Medien. Was denken Sie denn zu diesen Foren? Ja, ist jetzt die Frage, alternative neue Medien, wenn man jetzt sagt, nur Internet, ist ja noch nicht Journalismus. Ne? Also das ist übrigens auch, glaube ich, ein Punkt, wo man ansetzen könnte. Viele Menschen gehen ja davon aus, ich kann mich im Internet informieren und brauche auch dafür nichts zu bezahlen. Ne? Da kann sich jeder an die eigene Nase packen. Ich will mich da auch gar nicht ausschließen. Ne? Das ist ja schön bequem so. Nur klar muss sein, jedem muss eigentlich klar sein, dass richtiger Journalismus, dass vernünftige Information Arbeit ist und Arbeit muss bezahlt werden. Und investigativer Journalismus, und letztlich ist fast jeder Journalismus irgendwo investigativ, der kostet. Der kostet. Kann man in Deutschland überhaupt richtig über Geopolitik sprechen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Argumente von Machtzentren und deren Interessen, wenn man sowas benennt, dass das direkt in eine Ecke geschoben wird, dass das verbunden wird mit gewissen Dingen. Ist diese Diskussion über Geopolitik in Deutschland möglich? Das ist jetzt auch wieder sehr, sehr breit gefasst, ne? Und sehr allgemein, aber Fakt ist, dass schon gar nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine es schwierig ist, sagen wir mal, russische Befindlichkeiten zu benennen, Hintergründe aufzuzählen, ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, irgendwie anti-amerikanistisch zu sein. Ja? Das sind ja auch so Kurzschlusshandlungen. Und auch wieder mit bestimmten Etiketten zu versehen. Dinge auf den Tisch zu legen, ohne Schaum vor Mund, darüber zu diskutieren, sachorientiert sich darüber auszulassen. Wenn man also beispielsweise russisches Verhalten erklärt, dann hat das ja nichts damit zu tun, dass man das rechtfertigt. Erklären und rechtfertigen sind zwei verschiedene Dinge. Genauso wie verstehen und Verständnis haben zwei verschiedene Dinge sind. Dann werden wir vielleicht mal konkret. Warum interessiert sich niemand für meines Erachtens den größten Anschlag auf deutsche Infrastruktur seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die Sprengung von Nord Stream 2? Konsens ist, dass es wohl ein politischer Akteur war, der diese Sprengung durchgeführt hat. Seymour Hersh hat eine Analyse dazu veröffentlicht. Wie ordnen Sie den Anschlag geopolitisch ein? Schwierig zu sagen.
Ich halte die Erklärung von Simon Hirsch für die plausibelste. Genau wissen tut es ja keiner, aber das, was er da rausgefunden hat und dargelegt hat, halte ich für das plausibelste. Das, was in letzter Zeit in unseren Medien verbreitet wurde mit dem von Ukrainern angemieteten Bötchen, halte ich für nicht plausibel, einfach aus technischen Gründen. Also von daher, ich würde mich freuen, wenn Recherchenetzwerke, die es ja gibt, da mehr, also den Fokus drauflegen und sich darum kümmern, weil sie haben natürlich vollkommen recht, dieser Anschlag müsste normalerweise zu der Empörung führen, die wir bei anderen Themen sonst sofort erleben, weil es trifft uns ja wirklich ins Mark. Und es ist, man muss sich das mal vorstellen, eine Versorgungsleitung dieser Größenordnung wird vor unserer Haustür sozusagen in die Luft gesprengt, im wahrsten Sinne des Wortes, und es findet medial und politisch kaum einen Widerhall. Das überrascht mich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es irgendwie offensichtlich, warum das nicht passiert. Ich glaube, man muss mal ganz deutlich Folgendes formulieren. Es geht ja oft oder in erster Linie um Interessen. So, Interessen ist ja nichts Schlimmes. Interessen ist ja was völlig Legitimes. Was ich nur wichtig finde, dass man Interessen dann auch offenlegt und nicht so tut, also irgendwelchen Interessen so humanitäre Deckmäntelchen umhängt, damit die Interessen besser aussehen. Also, es ist legitim, Interessen zu haben. Und es ist überhaupt kein Geheimnis und ist in offiziellen Papieren ja auch nachzulesen, dass es das ureigene Interesse der USA schon lange war und immer noch ist, eine, sagen wir mal, gedeihliche Zusammenarbeit auf dem eurasischen Kontinent zu verhindern. Das ist so. Da machen die ja auch gar keinen Hehl draus. Und das hat auch überhaupt nichts mit Anti-Amerikanismus zu tun, wenn man das betont. Im Gegenteil, dann weiß man, woran man ist. Das müsste ja dazu führen, dass man europäische Interessen, schwer genug, die zu definieren, aber dass man europäische Interessen eben versucht zu formulieren und dabei feststellt, dass manche amerikanischen Interessen mit europäischen Interessen nicht unbedingt deckungsgleich sind. Insofern darüber zu debattieren, was ist denn in unserem Sinne? Und wenn man es mal, jetzt nehmen wir den Krieg mal weg, der im Moment läuft, ja, wenn man es grundsätzlich betrachtet, dann ist es doch im ureigenen Interesse der EU, der westeuropäischen Ländern, gute Beziehungen zu haben mit Russland und den Ländern drumherum. Und umgekehrt, es ist im ureigenen Interesse Russlands, mit dem Rest des Kontinents gute Beziehungen zu haben. Wenn man jetzt die Bilanz zieht, was im Moment dabei rausgekommen ist, eigentlich alles, was den USA wichtig war, ist passiert. Wir sind abgeschnitten von der praktischen, preiswerten Erdgaslieferung und kaufen stattdessen im Wesentlichen das sauteure und umweltschädliche Fracking-Gas der USA. Also das muss man sagen dürfen. Oder man muss es sagen, um auf dieser Basis jetzt nicht zu sagen, die bösen Amerikaner oder was, sondern um auf dieser Basis zu sagen, wie kommen wir da für uns am besten raus? Was müssen wir politisch und medial machen, um mit dieser Situation so umzugehen, dass sich die Bevölkerung auch, wie das immer so schön heißt, mitgenommen fühlt? Weil die fühlen sich zum Teil veralbert. Das merkt man, wenn man darüber redet. So nach dem Motto, wie verrückt halten die uns denn da oben? Schlimme Geschichte, wenn man schon so denkt. Wie verrückt halten die uns da oben, wenn sie meinen, wir kriegen nicht mit, dass die Sanktionen, die aus politischen Gründen und auch aus amerikanischen Interessen verhängt werden, dass die uns, unserem Land, mehr schaden als demjenigen, dem sie eigentlich schaden sollen. Auch das ist ja keine Verschwörungstheorie, da braucht man nur die Zahlen des IWF sich zu begucken, das ist so. Sie sagen gerade diesen Begriff Verschwörungstheorie. Das ist ein sehr interessantes Phänomen in unserer Zeit heutzutage, weil Verschwörungstheorie, da fällt so viel drunter und da fallen Dinge drunter, die sind extrem unwahrscheinlich bis hirnrissig und Dinge, die sind extrem wahrscheinlich oder bereits eingetreten.
Was denken Sie über diesen Begriff? Es gibt natürlich Verschwörungstheorien, völlig klar. Es gibt Verschwörungstheorien, es gibt Propaganda, gibt's alles. Aber es ist natürlich auch eine sehr bequeme Variante, immer wenn ich mich nicht inhaltlich auseinandersetzen möchte, zu sagen, das ist eine Verschwörungstheorie, weil dann haben Sie sofort erreicht, dass es nicht mehr diskutabel ist. Weil es unangenehm wird. Genau. Wird dann gerne diese Karte gezogen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Eben. Und deswegen darf man sich davon auch nicht beeindrucken lassen. Ne? Sondern einfach, wenn man bestimmte Dinge herausgefunden hat, wenn bestimmte Dinge offensichtlich sind, dann sollte man sich davon nicht ins Boxhorn jagen lassen, nur weil irgendeine bestimmte Gruppe meint, das als Verschwörungstheorie abhaken zu müssen. Aber das muss man dann konkret machen. Ne? Weil, wie gesagt, es gibt es natürlich, aber nicht alles, was so bezeichnet wird und wo die Diskussion deswegen verweigert wird, ist eine Verschwörungstheorie. Gibt es in Deutschland Propaganda? Propaganda gibt es, glaube ich, in jedem Staat. Unterschiedlich ausgeprägt und unterschiedlich raffiniert. Und was wirklich eine Binse ist, sobald Krieg irgendwo ist, gibt es natürlich Propaganda. Also es gibt viele Beispiele, aber es sollte uns ja, uns Bürgern, zu denken geben, dass allein in den USA vom Verteidigungsministerium, oder am Verteidigungsministerium angebunden, es eine Organisation gibt von 27.000, mit 27.000 Angestellten, die nichts anderes machen als entsprechende Informationspolitik. Was heißt Informationspolitik? Ja, Informationspolitik heißt Informationspolitik, sich um PR zu kümmern. PR für bestimmte Engagements der USA, PR für das Verteidigungsministerium. Und das ist ja keine amerikanische Besonderheit. Die machen es besonders professionell, wie meistens. Das ist ja überall so. Das ist in Russland genauso. Und ich gehe davon aus, dass es auch in den europäischen Ländern unterschiedlich ausgeprägt entsprechend so läuft. Fakt ist auch, dass in der Ukraine gibt es auch so einen Verein. Also das ist so. Das gehört zum Krieg mit dazu. Das ist leider so. Vielleicht noch eine letzte Frage zu dem Thema Ukraine. Wer profitiert Ihrer Ansicht nach von dem Krieg? Und wer oder was hat die Eskalation begünstigt? Ich glaube, dass es bei dem Krieg Russland gegen die Ukraine nur Verlierer gibt. Da wird es keine Gewinner geben. Der brasilianische Präsident Lula da Silva, der hat für meine Begriffe etwas sehr Intelligentes gesagt. Der hat gesagt, für den Angriff auf die Ukraine, das liegt in der Verantwortung Russlands, keine Frage. Und das war falsch und völkerrechtswidrig und all das. Aber dass der Krieg weitergeführt wird, das ist etwas, was in der Verantwortung der USA und der Länder Westeuropas liegen. Und ich glaube, damit hat er einen wesentlichen Punkt gemacht. Ja. Um das zuzumachen, vielleicht ein Zitat von Ihnen. Hätte sich die Ukraine nicht entscheiden müssen zwischen EU und Moskau, sähe die Lage heute ganz anders aus. Und das sagten Sie vor 8 Jahren ungefähr. Die Ukraine ist ja rein geografisch betrachtet eigentlich eine gute Brücke zwischen Ost und West. Und könnte es eigentlich auch politisch sein, eine gute Brücke. Das hat übrigens schon, Herr Kissinger hat das schon gesagt und bestimmte andere Menschen haben darauf hingewiesen, dass das eigentlich eine gute Rolle gewesen wäre für die Ukraine. Und man kann historisch betrachtet auch feststellen, immer dann, wenn die Ukraine sich sowohl nach Westen als auch nach Osten orientiert hat, also sich nach Westen geöffnet, aber nicht gleichzeitig die Verbindungen zu Russland gekappt hat, in diesen Phasen ist es der Ukraine immer relativ gesehen am besten gegangen. Was nicht unwichtig ist, was die Ukraine betrifft. Es gibt nun mal auch historisch gewachsen einen Unterschied zwischen Ost und West. Es gibt unterschiedliche Identitäten innerhalb der Ukraine. Und eine Möglichkeit wäre sicher gewesen, wenn es innerhalb der Ukraine eine föderalisierte Ordnung gegeben hätte, die es so nicht gegeben hat.
hätte man wahrscheinlich sehr viel auffangen können. Gut, hätte, hätte, bringt alles nichts, wird geschossen und gestorben. Nichtsdestotrotz hilft es mit Blick auf eine tragfähige Zukunft, sich die Dinge mal zu vergegenwärtigen, was alles gelaufen ist, was alles schiefgelaufen ist, damit man diese Fehler nicht wiederholt. Vielleicht ein Gedanke noch für all diejenigen, die sagen, ja, aber man muss doch Moskau jetzt mal klare Kante zeigen und so. Ich glaube, es ist wichtig herauszufinden, ob es Moskau in der Tat um irgendwelche imperialistischen Gelüste geht, wie ja einige behaupten, oder ob es eine Frage der Sicherheitsarchitektur ist. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich zu der zweiten Gruppe neige, dass wirklich eine funktionierende Sicherheitsarchitektur all das verhindern hätte können, was wir jetzt haben. Und auch da ist der Blick in die Geschichte nicht so ganz falsch. Es gab ja Vereinbarungen in Istanbul, in Astana, schon lange her, 1999, 2004, wo festgelegt wurde mit westlichen Unterschriften, dass die Sicherheit des einen nicht auf Kosten der Sicherheit des anderen stattfinden darf. Und dieser Gedanke ist ja nun in der Tat sträflich vernachlässigt worden. Also schwierig. Es bilden sich jetzt neue Machtzentren als Konsequenz. Wie ist Ihre Einschätzung mit einem Blick nach Russland, China, Indien oder auch Länder auf dem afrikanischen Kontinent? Es wird höchste Zeit, dass politische Entscheidungsträger in Europa mitkriegen, dass wir nicht der Nabel der Welt sind. Das waren wir nie, aber wir sind es jetzt extrem nicht. Es bilden sich neue Verbindungen, es bilden sich neue Machtzentren. Alleine die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China, die sind so attraktiv für Länder des globalen Südens. Da stapeln sich die Aufnahmeanträge und vielen scheint nicht klar zu sein, dass das nicht nur ein wirtschaftlicher Machtfaktor ist und wird, sondern dass es auch ein politischer Machtfaktor ist, den es zu berücksichtigen gilt. Ich habe übrigens eben Südafrika dabei noch vergessen bei diesen Ländern. Es hat vor ein paar Tagen eine Rede gegeben von Präsident Putin anlässlich des Valdai-Forums. Das findet jedes Jahr statt. Und er hat in dieser Rede eine neue Weltordnung versucht zu beschreiben und hat diese anderen Länder auch genannt und hat vor allen Dingen darauf hingewiesen, dass es nicht hilft, angesichts der Probleme, die es weltweit zu lösen gilt, ob das jetzt Kriege sind oder ob das Klima ist, dass es nur machbar ist, wenn alle gemeinsam sich da beteiligen, wenn es zu Kompromissen kommt, wenn es zu Interessenausgleich kommt, wenn man sich auf Augenhöhe über die Dinge verständigt. What are these rules? Who are they invented by? It's unclear. This is just nonsense. They are trying to implement in the consciousness of millions of people that you have to live according to rules. What rules? And if you allow our Western colleagues, especially from the US, they are arbitrarily setting these rules. And they are also teaching others how to behave, how to follow these rules. And they are presenting it in a very brazen way. It's just this manifestation of this colonial thinking. We constantly hear that you have to. We are seriously warning you. Who are you? What right do you have to warn anyone? Our understanding of civilization is completely different. First of all, there are many civilizations, and none of them is better or worse than another. They're equal because they express the desires and traditions of their own people. Russia has always been and is one of the countries that is open to cooperation, and we are going to oppose very strictly to those who want to impose their will. And we believe that pragmatic approach and common sense will prevail.
and multipolarity and the multipolar world will be established. Gut, einige werden jetzt sagen, na, der lügt ja sowieso, kann man ihnen nicht glauben. Aber die Dinge, die er gesagt hat, wenn man nicht wüsste, dass sie von Putin sind, würden wahrscheinlich einige applaudieren und sagen, ja, auf den Weg könnte man sich begeben. Haben Sie Visionen oder Wünsche für ein zukünftiges Europa? Ich würde mir wünschen, das wünsche ich mir schon ziemlich lange, dass man austariert, das, was man regional besser entscheiden kann, auch da zu lassen und alles, was es übergeordnet, also EU-weit besser zu entscheiden ist, da zu machen. Andersrum gesagt, dieses Subsidiaritätsprinzip, was es ja mal gab, ne, das etwas ernster zu nehmen, weil auch das, glaube ich, empfinden viele Menschen als eine Art Entmündigung, wenn zu viel in Brüssel entschieden wird, vom grünen Tisch, wenn Sie so wollen, und in den einzelnen Regionen oder in den einzelnen Ländern die Menschen, die es dann wirklich betrifft, überfahren oder übergangen werden. Ich glaube, das hat auch was mit Verantwortung übernehmen zu tun. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Gabriele Krone-Schmalz. Dankeschön.